Benedikt, ich leite die Marke Dynafit, aber ich bin auch selber viel in den Bergen unterwegs, früher in der Nationalmannschaft Skibergsteigen und unter anderem auch nach Tausendern. Hottepack. Also wie gesagt, es gibt da kein Standardrezept, wahrscheinlich hat jeder seine eigenen Wünsche und so weiter, aber ich glaube, es hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, der mit dem Tourengehen anfängt, dass er eine bisschen Unterstützung hat, was man denn alles so braucht. Ich nehme dazu immer den RZ28, den Rucksack von uns, der super leicht ist, super mit 28 Liter Packmaß und eigentlich für Skitourengehen wie gemacht ist, weil eben die ganzen Dinge da sind, die ich brauche. Vorne ein Schaufelblattfach, ist wirklich nur dazu da, wird ja hoffentlich im Normalfall nicht ausgepackt, hier schön verstaut. Schaufelstiel und Sonde kommen in eine eigens gefertigte Tasche hier drin, wo wir die Dinge ideal verstauen. Und hoffentlich normalerweise gar nicht dran muss, ist somit verpackt. Hier kann ich mein Camelback fixieren an diesem Klett. Den Schlauch selber führe ich dann durch diese Öffnung hier zum Trinken nach draußen. Hier auch extra fürs Tourengehen entwickelt, wo man oft schwitzt oder es nass ist oder schneit, eine absolut hundertprozentig wasserdichte Tasche, wo oben drüber auch alle Emergency-Nummern, Notfallnummern aufgeschrieben sind von allen Kontinenten, die verschiedenen Notsignale. Und hier packe ich rein mein Geld, was ich habe, oder mein Handy, was dort 100% wasserdicht verstaut ist. Dann, apropos wasserdicht, für meine ganzen Textilteile, Hardshell, Insulation Jacket, die Primaloft Hose, die Primaloft Handschuhe, nehme ich immer ein Drybag oder eine Tüte, dass die mir nicht nass werden, wenn die am Rücken sind oder eben auch wenn es schneit oder regnet. Damit kann ich sicher sein, dass wenn ich wirklich am Gipfel bin, dass die ganzen Dinge dann perfekt trocken sind. Also meine Mütze, mein Neckgaiter, diese ganzen Dinge tue ich hier rein, packen. Auch meine Skibrille. Ich bin jetzt sozusagen schön verstaut. Komm ganz unten rein. Und somit habe ich immer noch genug Platz hier oben für meinen Haarscheißen und First Aid Kit. Baue ich auch hier rein. Meine Bügel auch. Und hätte immer noch genug Platz für mehr. Macht zu. Mach entsprechend zu. Mein Touring Repair Kit habe ich auch vorne zum Schaufelblatt, weil ich das normalerweise hoffentlich nicht brauche. Wenn ich es aber brauche, habe ich sofort griffbereit. Ich habe meinen Pickel immer hier oben rein, weil ich schnell dort rankomme, weil ich ihn schnell bedienen kann. Es gibt aber auch die klassische Fixierung, wo ich ihn hier einhänge und hier oben fixiere. Dann komme ich zu meinem Drinking-System. Wie gesagt, normalerweise Candleback, aber eben auch oft, wenn es die Tour zulässt, nehme ich mir eine extra Flasche mit dazu, die ich ganz einfach hier oben fixiere. Damit kann ich auch immer schnell trinken. So, hier drin ist wärmeisoliert, damit sie auch bleibt, wo sie ist. Gibt hier noch eine kleine Fixierung, dass sie wirklich nicht im Weg rumgeht. Dann haben wir zu guter Letzt die Steigeisen und dazu haben wir unsere Safety Box, die sich hier hinten befindet, wo ich idealerweise die Steigeisen reintun kann, aber auch die Skifälle oder die oder sonstige Geschichten, die ich einfach, wo ich schnellen Zugriff brauche. Die Steigeisen passen hier wirklich ideal rein und mache das Ding hier zu und bin somit wirklich fertig für die komplette Tour und zeige euch jetzt noch, wie man die Skier ganz einfach fixiert. Insofern nimmt man einfach die Skier, dann hat hier unten seinen Ski-Loop, den man auch verstellen kann auf verschiedene Skibreiten. Stellt sicher, dass die Skier nicht irgendwie, dass sie wirklich schön sitzen an der Bindung, der Ski-Loop. Und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach hier mit dem Hook die Skier zu fixieren. Und jetzt sind wir perfekt vorbereitet für jegliche Art von Skitour.